Kirk ist auch eine Kotau aufhebende Bewegung. Also von so geht es auch so mit Hände mit. Nicht mit Hände runter, sondern mit Hände mit. Und von so geht es auch so. Und nicht so. Naja, schwer zu erklären. Das ist ungefähr so wie nichts ist doch und doch ist nicht oder so. Kann man nicht erklären. Sache ist, dass sie den drei Zeichen der Rücken steht und das dritte und das zweite Zeichen der Bauch steht. Also bei zwei Zeichen steht der Bauch und bei drei der Rücken. Und bei zwei ist Bewegung und bei drei ist Ruhe. Nicht unbedingt. Aber so wäre die Rückläufigkeit aufgehoben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Rücken runterdrücken, dann geht die Energie in den Rücken hoch. So, das wäre das lebende Beispiel dafür. Und jetzt. Also die Zählweise. Au Ba Xian. Xian Fu Au, Au Ba. So kann ich mich auch immer bewegen und komme auch immer rechtzeitig höher oder hoch genug. Also eher als wenn ich so auf verschiedene übe. Wieder die Zählweise. Xian Fu Au Chen, Xian Fu Au Chi, Xian Fu Au Xing. Das geht eher so auf die Schiene, soll auch sein. Eine Figuren machen, weil das geht ja um Ruhe sammeln. Und Ruhe kann man übersammeln oder richtig sammeln. Und die ist verschieden, die Ruhe hat verschiedene Zeiten zum Brennpunkt ihrer selbst. Und eine Figur mache ich den Kreislauf dreimal. Dann mache ich eine zweite Figur, mache ich den Kreislauf zweimal. Dann mache ich eine dritte Figur, mache ich den Kreislauf einmal. Jetzt mache ich wieder eine Figur und mache den Kreislauf wieder dreimal. Das ist vor der Riege in Xiao Ta. Xiao sind kleine und Ta sind große Figuren. Kleine Figuren sind praktisch und große Figuren vermitteln einem mit der Zeit irgendwas. Jetzt machen wir mal hier. Kirkedau Studio für Kirkedau.